Ich hatte in einem der letzten Videos die Montage der Sturzbügel an der F700 GS gezeigt und die brauchen wir heute eben, um die Nebelscheinwerfer zu montieren. Dafür habe ich spezielle Halter für den Sturzbügel gekauft und natürlich auch die SW Motec Nebelscheinwerfer mit Kabelbaum, alles drum und dran. Das werden wir heute mal versuchen und zusammen hier dran zu bauen. Ich habe das an dem Motorrad auch noch nicht gemacht. Wir werden mal schauen, wohin uns die Reise führt. Die gleichen Scheinwerfer habe ich übrigens auch schon an der 1150er GS montiert. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Das sind die gleichen Scheinwerfer. Hier sind natürlich auch wieder zwei von diesen Strahlern dabei, in dem Fall die Nebelscheinwerfer. Wir haben da natürlich auch wieder einen universellen Kabelbaum mit Relais, mit allen Anschlussleitungen, mit Sicherungshalter. Das ist alles in diesem Set vorhanden. Wir haben auch wieder den schönen Schalter, der bei der GS, bei der 1150er nicht so gut geklappt hat. Ich werde jetzt aber mal versuchen, den bei der 700 zu montieren und mal schauen, wie der sich so da macht am Lenker. Ja, und natürlich wie immer ist das gesamte Montagematerial von den Haltern, den Klemmen, alles mit komplett dabei. Und in dem Fall dann auch noch die Halter für die Sturzbügel im passenden Maß, wobei diese Halter eben, sehen wir später im Detail, für unterschiedliche Rahmen bzw. Rohrdurchmesser sind. Da sind Unterlegscheiben dabei bzw. Unterleggummis, die man da sehr gut verwenden kann. Diese Halter sind sehr, sehr stabil und passen eben an diesem Sturzbügel, der im Übrigen auch von SW Motec ist, perfekt. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Wir montieren erstmal jetzt die Scheinwerfer am Sturzbügel, dann machen wir hier oben die Verkleidung mal weg und schauen mal, wie wir da am besten mit dem Kabelbaum hinkommen, inwieweit wir den Kabelbaum kürzen müssen und wir schauen einfach mal. Wir starten jetzt und gehen direkt ans Fahrzeug. Wenn ihr an eurer 700er auch den SW Motec Sturzbügel verbaut habt, dann könnt ihr das Unterleggummi, ich zeige das hier mal, hier ist ein Unterleggummi drunter, dieses Teil, also mehrere dabei, da könnt ihr das 1er Gummi nehmen. Und vor allen Dingen, was ihr machen könnt, könnt ihr die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen und dann seht ihr genau beschrieben, wie das mit den Unterleggummis funktioniert. Das gleiche gilt letztendlich auch für die Vormontage der Strahler mit diesem kleinen Halter. Der wird hier hinten eingeschraubt. Das kann man aber in der Bedienungsanleitung bzw. in der Beschreibung ganz gut nachvollziehen. Der Kunststoffhalter, der wird hier einfach um den Rahmen gesetzt. Die Position müssen wir dann später noch ermitteln, dass die Scheinwerfer auch nach vorne gerade strahlen. Wir haben hier eine Edelstahlschraube dabei, die wir hier durchsetzen können. Und ich empfehle da, wie immer, ein kleines bisschen Kupferpaste drauf zu machen, damit das nicht korrodiert in dem Halter drin. Ne? Der Halter wird hier unten, das wird hier unten eingedreht und da ein bisschen Kupferpaste drauf, dann kriegt ihr die auch jederzeit wieder lose. So, und dann haben wir hier für die Schrauben einen 6er Inbusschlüssel. Dann drehen wir hier die vorsichtig an. So, ich richte die jetzt mal ganz grob aus. Die Einstellung können wir dann später noch vornehmen. So, die Neigung vorne hoch und runter, das geht natürlich hier über diese Schraube. Und die Stellung rechts, links, die können wir dann hier unten über diese Schraube realisieren. So, das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite und dann schauen wir mal, wie wir hier mit dem Kabelverfahren, ob wir hier durch die Verkleidung durchgehen, also durch diese Öffnung hier, oder ob wir andersrum lang gehen. Und schauen vor allen Dingen, wie lang ist das Kabel, dass das alles passt. Ich montiere jetzt die andere Seite und dann machen wir oben die Verkleidung weg. So, um die obere Verkleidung hier wegzumachen, haben wir hier 1, 2, 3, 4 Schrauben. Und hier vorne am Zündschloss haben wir rechts und links jeweils auch nochmal eine Schraube. Die drehen wir raus
und dann können wir die obere Verkleidung schon abnehmen und kommen an die Batterie. Man muss darauf achten, bei den Schrauben sind Beilagscheiben drunter. Und zwar sind es so kleine Kunststoffscheiben, die da drunter sitzen. Vier Stück. So, dann können wir das hier hochnehmen. Und dann haben wir hier drunter den Anschluss für die Bordsteckdose. Da können wir den Stecker abziehen. So sieht das Ganze von unten aus. Das ist der Anschlussstecker hier. Und hier vorne rechts und links sitzen die beiden vorderen Schrauben drin. So, was haben wir denn dann hier? Dann haben wir hier unten drunter die Batterie. Ich hatte bei dem Motorrad ja schon einen Ladeanschluss und eine USB-Bordsteckdose angeschlossen. Das heißt, hier sitzen diese beiden Sicherungen schon mal. Die sitzen hier mit drauf auf dem Pluspol und auf dem Minuspol direkt. Wie gesagt, das ist der Bordsteckdose. Und diese Leitung hier ist eine Steuerleitung, die im Prinzip Zündplus bringt. Wenn wir mal schauen, ob wir die verwenden können. Ich habe nämlich dafür, glaube ich, noch einen Stecker, der hier drauf passt. Müssen wir mal schauen. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir ohne diese Seitenverkleidung wegzubauen, die Kabel hier hochführen können und inwieweit wir hier drin die Kabel für den Nebelscheinwerfer verlegen können. So, also die, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir können die, das zeige ich aber gleich nochmal, wir können die Kabel mit den Steckern von den Scheinwerfern durch die Verkleidung außen legen und hier hochkommen lassen. Das dürfte lang genug sein. Hier unten drunter, soweit ich das sehe, ist hier einiges an Platz, wo wir es unterbringen können. Das heißt, ich demontiere jetzt mal die rechte Außenverkleidung und dann schauen wir mal, wie wir da Kabel und Relais gut verlegen können. Um die Verkleidung zu demontieren, müssen wir hier die Schrauben aufmachen. Wir haben hier unten eine Schraube, wir haben hier vorne eine Schraube und unter dem Schnabel vorne ist auch nochmal eine. Und dann sollten wir den normalerweise wegnehmen können. Hier oben kann sein, dass wir hier oben noch eine wegnehmen müssen. Müssen wir mal sehen und dann später eben halt hier, der Blinker kann dranbleiben, da hinten dran ist ein Stecker, da können wir die ganze Seitenverkleidung abbauen. Das mache ich jetzt mal und dann schauen wir, wie es da hinten dran aussieht. So, das ist alles ziemlich eng gemacht, also mit Lampenhalter, wie man es hier sieht. Wenn der montiert ist, das geht nicht. Muss also der Halter nochmal ab bzw. zur Seite gelegt werden. Dann haben wir hier unten drunter den Stecker vom Blinker. Jetzt die Kabelbinder ab. So. Bei der Verkleidung müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr da irgendwo gegenmackt oder so, da ist ein ruckzuck Kratzer drin. Der Lack ist nicht der tollste. Also irgendwie so. Okay, also nochmal zu den Schrauben. Wir hatten hier eine Schraube, wir haben hier unten am Halter eine Schraube, hier hinten dran. Wir müssen die Schraube entfernen, je nachdem, was ihr für ein Windschild dran habt. Hier vorne in der Verkleidung und unterm Schnabel die Schraube. Die muss weg und hier vorne drin ist eben auch noch eine. Und dann könnt ihr das wegnehmen. Dann müsst ihr eben beachten, was ihr hier an Windschild dran habt. Und dann könnt ihr das Ganze eben so rausnehmen. Ohne Stürzbügel, ohne Lampe ist es natürlich wesentlich leichter. Aber es ist auch jetzt so gut gegangen. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier oben drin Kabel verlegen können. Und das Ganze gucken wir uns von oben an. So, wir haben an dem Kabelbaum von den Scheinwerfern haben wir ja hier das Relais schon vormontiert. Das ist das eine. Dann haben wir hier so eine grüne Leitung mit einem Sicherungshalter dran. Diese Leitung ist das Zündplus, also die müsste theoretisch hier auf den Stecker gehen. Und dann haben wir hier das Kabel für den Schalter vom Lenker kommend.
Das müsste also so, ich lege das mal grob hier hin nach vorne, wobei ja auch vom Schalter ein Kabel kommt. So, und dann haben wir hier eine Leitung mit einer Sicherung für Plus und Minus. Das muss auch dahin, ist natürlich viel zu lang. Das muss dann direkt an die Batterie klemmen. Und wir haben hier die Leitung, die sich dann aufsplittet in zwei, mit zwei Steckern für die Scheinwerfer. So, das heißt, wir müssen hier gewaltig an Kabel kürzen, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir das Relais hier oben reinlegen, die Sicherung auch mit hier dabei haben. Und dann müssen wir im Prinzip die Zuleitung extremst kürzen, dass wir mit der Zuleitung auf Plus und Minus kommen. Das Ganze können wir hier mit dem Kabelbinder befestigen. Und diese Leitung hier, die müssen wir ebenfalls kürzen, dass wir mit dem einen Stecker auf der rechten Seite rauskommen und mit dem anderen Stecker auf der anderen Seite. So, man könnte jetzt natürlich hingehen und könnte einfach sagen, wir knollen das alles irgendwie hier zusammen und pappen das hier dran mit einem Kabelbinder. Kann man machen. Ich mache das nicht, weil es muss schon ordentlich verlegt sein und ordentlich an das Fahrzeug angepasst sein. Da sei gesagt, der Kabelbomb ist natürlich universell einsetzbar. Das heißt, wir können das an vielen verschiedenen Motorrädern montieren, diese Scheinwerfer, und müssen es eben dann auf das jeweilige Fahrzeug anpassen. So, ich suche mir jetzt mal hier den geeigneten Punkt, um das Relais zu befestigen, beziehungsweise das Relais da reinzupacken, und werde das dann wohl hier mit einem Kabelbinder erstmal fixieren und dann mal schauen, inwieweit wir die Kabel hier kürzen müssen. Ja, und das Ganze wird dann eine ziemliche Löterei. So, ich habe jetzt ein paar Vorarbeiten gemacht, also die beste Position, um auch im Zweifelsfall ans Relais zu kommen und an die Sicherung von der Steuerleitung, um da nicht die gesamte Verkleidung wegbauen zu müssen, sondern eben im Prinzip nur das Mittelteil, habe ich mich hier entschieden, das hier oben reinzubauen mit dazu und hier schon mal ein paar Kabel gekürzt. Das ist zum Beispiel die Leitung vom Schalter. Die habe ich getrennt voneinander. Die war dann da auch ein bisschen zu lang. Und das ist die Leitung von der Versorgung Plus und Minus, also auf Plus und auf Minus. Da kommen dann kurze Kabelstücke noch dran, die hier mit Kabelschuhen angeschlossen werden. So, und dann hatte ich ja vorhin gesagt, gibt es hier einen Stecker. Der ist wohl serienmäßig da dran, so, da ist nur kein Gegenstück dabei. Und da gibt es nun ein Gegenstück. Ich werde gucken, dass ich das rausfinde, wo das herkommt, und euch das unten verlinken. Aber das sind drei Leitungen, die da kommen, und da können wir den Stecker hier einstecken. Das Ganze hier positionieren. So, haben wir hier drei Kabel. Wir brauchen aber nur eins, und wenn wir jetzt mal messen, auf welcher Leitung wir hier was haben. Also Plusleitung auf Minuspol gelegt. So, dann haben wir hier eine Leitung, die hat nichts. Hier eine Leitung, die hat auch nichts. Die hat auch nichts. So, wenn wir jetzt den Schlüssel einstecken, hier nichts. Hier haben wir 12 Volt. 12 Volt, die hat Dauerplus. Und wir suchen jetzt natürlich nach der Leitung, die geschaltetes Plus hat. Und das ist diese hier. So, das ist die Leitung, die nur Plus hat, wenn die Zündung an ist. Die Leitung hat Dauerplus und diese Leitung hat geschaltetes Plus. So, und diese Leitung muss letztendlich mit der grünen Leitung verbunden werden. Wie immer, ich verlöte das alles und mache das dann später mit Schrumpfschlauch und Isolierband sicher, dass es keinen falschen Kontakt gibt.
Und ich habe jetzt hier aber schon mal den Schalter montiert. Das ist jetzt der Originalschalter, der mitgeliefert wird bei den Nebelscheinwerfern. Und das hat jetzt hier gut geklappt mit der Schelle hinten dran. Bei mir an der L50er GS konnte ich den nicht verwenden, weil da eben auch nicht so viel Platz am Lenker war. Aber hier hat es jetzt gut geklappt mit der dicken Unterlage in der Schelle. Also da ist eine dicke und eine dünne dabei und den hier eben so befestigt, dass er nicht blendet, wenn er eingeschaltet ist. Und das Kabel hier, das habe ich jetzt provisorisch an dem vorhandenen Kabelbaum da entlang gelegt und das kommt dann hier auf der anderen Seite, auf der linken Fahrzeugseite raus. Das ist dieses Kabel, was ich gekürzt hatte und das wird einfach hier nur noch miteinander verbunden und dann ist eigentlich der Schalter schon soweit fertig. Das Einzige, was jetzt noch angepasst werden muss, ist letztendlich hier diese Leitung, die Leitungen zu den Scheinwerfern. Die sind natürlich viel zu lang. Hier werde ich dieses vorgefertigte Teil, das nehme ich raus, weil mir das einfach viel zu wuchtig ist, werde das Kabel hier auch trennen und nur die beiden Kabelenden mit den Steckern, damit ich keine neuen Stecker dran machen muss, letztendlich verwenden. Da wird einer auf der Seite sein, einer auf der anderen Seite sein. Ich werde das jetzt erstmal alles miteinander verbinden und verlöten und werde die Kabel dann hier noch anpassen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe also, wie vorhin schon gesagt, die einzelnen Kabel gekürzt. Das sind hier die Steckerleitungen für die Scheinwerfer. Das sind diese beiden hier. Das habe ich getrennt und verlötet und eben wieder ordentlich isoliert. Dann habe ich hier natürlich das Kabel befestigt an dieser Brücke, also das gesamte Kabel vom Relais und habe die Sicherung für die Steuerleitung von diesem Stecker hier unten drunter mit verpackt. Das heißt, sollte eine Sicherung kaputt sein, also beispielsweise die jetzt von den Nebelscheinwerfern oder auch Sicherungen von der Ladebuchse oder dem USB-Lader, dann muss man nur den oberen Deckel wegmachen und kommt hier im Prinzip mit Lösen von diesen einen Kabelbindern gut dran. Zudem ist das Ganze eben hier noch vor Feuchtigkeit und Regen geschützt. So, jetzt haben wir hier noch die weiße Leitung, das ist die Plusleitung. Und wir haben hier drüben die Masseleitung, die wir hier dann auf Masse anschließen. Und dann hat die ganze Geschichte auch eine Spannungsversorgung. So, und dann kann man hier über den Schalter das Ganze wunderbar ein- und ausschalten. Und das werden wir jetzt mal testen. Ich werde jetzt die hier, ist also alles isoliert, alles verlötet, alles passt. Ich werde die beiden Leitungen eben anschließen und dann schauen wir mal, ob das Ganze schon funktioniert. So, ich habe also jetzt hier die Masseleitung angeschlossen und hier die Plusleitung. Die Plusleitung könnte man jetzt hier auch noch isolieren, das mache ich vielleicht noch. Und die Sicherung für die Zuleitung für die Scheinwerfer, die liegt hier unten drunter. Finde ich ein ganz optimaler Platz und habe dann hier befestigt. So, jetzt klemmen wir mal den Scheinwerfer an und schauen mal, ob der auch funktioniert. Ich hoffe, dass man das da unten sehen kann. So, kann man sehen, ne? An, aus. Der Schalter betätigt über die Steuer, über das Relais und das Relais schaltet letztendlich den Strom von der Batterie direkt zu den Scheinwerfern. So, wir haben hier auch das Licht, das passt einigermaßen, das blendet nicht und man hat gleichzeitig eine Kontrolllampe, ob die Nebelscheinwerfer an sind oder nicht. Okay, das ist eigentlich die Verkabelung. Später muss ich hier nur noch die Verkleidung dran machen, die Kabel von den Strahlern innen durchführen, das Ganze hier oben ein bisschen fixieren mit 2-3 Kabelbindern und die ganze Sache ist eigentlich soweit schon erledigt. Es ist alles fest, es kann nirgendwo etwas scheuern. Ja, ich finde, das ist hier oben platztechnisch, geht zwar jetzt nicht mehr, aber mehr soll auch gar nicht. Das ist eigentlich, finde ich, soweit optimal. So, Verkleidung ist wieder drauf. Die Mittelverkleidung habe ich jetzt noch nicht drauf gemacht. Hier oben, ich hoffe, dass man das sehen kann, ist der Stecker von der linken Leuchte. Und hier habe ich den Stecker mit einem Kabelbinder fixiert von der rechten Seite. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, das
Relay sitzt hier unten drunter mit dem Stecker. Den Stecker schaue ich, dass ich den verlinken kann. Und angeschlossen ist alles Plus und Minus. So, die Schraube hier unten, die bekommt 10 Newtonmeter, das ist eine M8er Schraube. Hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, da vielleicht auch ein bisschen Kupferpaste drunter machen. Und das Kabel kommt hier hinten raus und geht dann durch diese Verkleidung nach oben. So, das gleiche haben wir natürlich auf der anderen Seite auch. Das hängt jetzt hier natürlich etwas frei, aber das ist nicht dramatisch. Da haben wir keine metallischen Gegenstände, dass es sich irgendwo aufreiben könnte. Und hier ist, ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann, hier ist im Prinzip genug Platz auf beiden Seiten, um die Kabel hochzuführen, die dann da ankommen. Hier, das hier ist der Stecker vom Schalter. Und das Schalterkabel habe ich hier am bestehenden Kabelbaum hochgelegt und kommt dann da zum Schalter. So, und wenn man dann den Schalter auf Position aus hat, also nach oben ist aus, dann können wir die Zündung einschalten und können hier anmachen. Das Relais schaltet dann und dann sehen wir vorne schon, wir haben unser Nebellicht eingeschaltet und das Ganze sieht dann so aus. So, das Fahrzeug steht ja jetzt auf dem Hauptständer und da das jetzt nach vorne runter geht ein Stück, habe ich die jetzt im Prinzip nur grob eingestellt. Also in der Fahrtrichtung sind die natürlich so parallel zum Fahrzeug, also zur Fahrzeuglängsachse. Aber diese Neigung, damit sie nicht zu hoch oder zu niedrig stehen, die muss natürlich noch eingestellt werden, wenn dann jemand auf dem Fahrzeug sitzt, beziehungsweise das Fahrzeug nicht auf dem Hauptständer steht. Ja, weil sie jetzt, kann man sehen, hinten etwas hoch steht und vorne direkt am Boden. Das ist aber eine Einstellungssache, das muss man dann noch vornehmen. Ja, das war Nebelscheinwerfer an der F700 GS. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich immer über ein Abo, einen Daumen hoch oder eben eure Kommentare unter dem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 14 Tagen in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao.